Ein Jahr nach dem russischen Angriff auf das Theater der ukrainischen Stadt Mariupol haben zahlreiche Menschen in der Ukraine der Opfer von damals gedacht. Es waren Hunderte, wie viele genau, weiß keiner. In Kiew stellten trauernde Kerzen rund um riesige Buchstaben auf, die auf Kyrillisch das Wort Kinder bildeten. Die Menschen, die damals im Theater von Mariupol Schutz gesucht hatten, hatten vor und hinter dem Gebäude in großen Lettern ebenfalls Kinder auf den Boden geschrieben, um die russischen Kampfpiloten von einem Angriff abzuhalten. Vergebens. Präsident Zelensky kündigte jetzt an, die Stadt zurückerobern und die Täter als Kriegsverbrecher vor Gericht stellen zu wollen. Guten Morgen von Berlin nach Moskau, Christoph Wanner. Ich habe es gerade gesagt, Zelensky hat also angekündigt, dass er Mariupol zurückerobern will. Wie realistisch ist denn dieses Vorhaben? Thomas, Mariupol am Asowschen Meer ist sicherlich eines der Ziele in der Ukraine, die für eine Frühjahrsoffensive in Frage kommen. Eine Frühjahrsoffensive der ukrainischen Streitkräfte. Und da kann dir im Augenblick keiner genau sagen, wo die Ukrainer versuchen werden zuzuschlagen. Dass dieser Angriff oder diese Frühjahrsoffensive kommt, daran zweifelt in Russland keiner, allein schon deswegen, weil hier häufig gesagt wird, dass der Westen von der Ukraine Resultate, Ergebnisse sehen möchte und nicht nur Geld, Waffen und Informationen in die Ukraine reinbuttern möchte. Also Kiew unter Zugzwang, das ist die russische Lesart. Wo der Angriff kommt, bei Saporoge oder bei Cherson Richtung Krim oder Mariupol, die Stadt liegt ja im Gebiet Donezk, kann dir, wie ich gerade gesagt habe, keiner prognostizieren, seriös. Die Entfernung von Mariupol am Asowschen Meer zur Front sind rund 75 Kilometer, die Front bei Ugledar, wo ja auch heftige Kämpfe stattfinden zurzeit. Und die Russen haben, wie ich das hier gehört habe, über die gesamte Südfront mehrere Verteidigungslinien errichtet in den letzten Monaten. Ich gehe davon aus, dass es mindestens 3 Verteidigungslinien sein dürften. Das zumindest wird immer wieder auch kolportiert in den Posts von Juri Padalyaka, einem einflussreichen Blogger hier, oder auch von Alexandra Slatkov. Und ja, wir müssen einfach gucken, wie stark die Ukrainer sein werden, wie gut sie ausgerüstet sein werden, wie die Motivation ist, wie viele Geschosse sie auch haben. Da gibt es ja auch immer wieder Kritik aus der Ukraine, dass sie zu wenig Munition haben, vom Westen mehr verlangen. All das werden wir sehen, wenn es losgeht. Wird viel spekuliert, wann der Beginn der Frühjahrsoffensive sein könnte. Da gibt es auch ein Zeitfenster. Manche sagen schon ganz bald, andere sagen, es dauert noch 5, 6 Wochen. Also wie gesagt, du siehst sehr vieles im Unklaren und in Moskau können wir das natürlich auch nur beobachten und nicht mehr. Christoph, in Russland steht wohl eine zweite Welle der Mobilmachung bevor. Was bekommt man davon mit und wie reagiert man in der Bevölkerung? Also ich musste jetzt hier auch die offizielle Lesart erst einmal wiedergeben. Alles andere würde sofort in den Bereich Richtung Fake News gehen und da würden wir uns als Reporter hier extrem angreifbar machen. Und das würde auch juristische Konsequenzen für uns haben nach den russischen Gesetzen. Also die offizielle Lesart ist, dass es keine zweite Mobilmachungswelle gibt. Es gab eine, da wurden hier auch nach offiziellen Angaben 300.000 Mann eingezogen. Die hat begonnen letzten September. So, und von einer zweiten Welle will der Kreml nichts wissen. Jetzt ist es aber so, dass in 43 russischen Subjekten, wenn du so willst, Bundesländern, die Kreiswehrersatzämter Briefe verschickt haben. In diesen Briefen werden die Bürger dazu aufgefordert, ihre Personalien zu aktualisieren, auch vorbeizukommen. Und in einigen russischen Subjekten werden den wehrfähigen Bürgern auch Übungscamps angeboten, die werden dazu eingeladen. Das Ganze scheint jetzt alles noch auf freiwilliger Basis zu passieren, wahrscheinlich auch mit dem Wunsch der russischen Behörden, Freiwillige einzusammeln, Vertragssoldaten zu rekrutieren und jetzt eben nicht mit Druck eine zweite Mobilmachungswelle durchzusetzen, denn das würde hier
bei der russischen Bevölkerung für größte Aufregung sorgen. Also man geht hier mit Vorsicht vor, wie ich das interpretiere. Aber Tatsache ist, dass natürlich die russische Armee neue Soldaten braucht, weil dieser Krieg für Russland wie auch für die Ukraine sehr verlustreich ist. Danke nach Moskau, Christoph. Auf Einladung Moskaus wird der chinesische Präsident Xi von Montag bis Mittwoch kommender Woche Russland einen Staatsbesuch abstatten. Das teilte das chinesische Außenministerium mit. Laut dem Kreml geht es bei dem Treffen vor allem um einen Ausbau der Beziehungen. Gleichzeitig aber liefert China Russland offenbar Bauteile, unter anderem für Drohnen. Und unterdessen meldet Polen jetzt, Kampfjets an Kiew liefern zu wollen. Ukrainische Soldaten nehmen russische Stellungen in der Nähe von Bachmut unter Beschuss. Um den russischen Angriff dennoch weiter voranzutreiben, erhält Russland offenbar auch Schützenhilfe aus China. Wie die Zeitung Politico berichtet, hat Peking zwischen Juni und Dezember vergangenen Jahres rund 1000 Maschinengewehre an Moskau geliefert. Außerdem Schutzausrüstung wie etwa kugelsichere Westen. Die Zeitung beruft sich dabei auf Dokumente der Zollbehörden. Die Waffen sind als Jagdgewehre zur zivilen Nutzung deklariert, gleichen jedoch dem M16 Sturmgewehr. Dabei hat der chinesische Außenminister Qin Gang seinem ukrainischen Amtskollegen Kuleba gestern noch in einem Telefonat versichert, China hat immer eine objektive und gerechte Haltung in der Ukraine-Frage eingenommen. China ist bestrebt, Friedensverhandlungen voranzubringen und appelliert an die internationale Gemeinschaft, entsprechende Voraussetzungen für Friedensgespräche zu schaffen. Gleichzeitig aber liefert China Russland offenbar Bauteile für Drohnen und Nachbauten iranischer Drohnen. Eine der Drohnen aus chinesischer Produktion hat die Ukraine nach eigenen Angaben über dem umkämpften Osten des Landes abgeschossen. Auch die Ukraine rüstet weiter auf. Polen will dem Land als erster der westlichen Verbündeten Kampfjets vom Typ MiG-29 liefern. Innerhalb der nächsten Tage wollen wir 4 einsatzbereite Kampfjets in die Ukraine überführen. Weitere Flugzeuge werden derzeit gewartet und instand gesetzt. Sie werden nach und nach ausgeliefert. Die Jets stammen offenbar noch aus einstigen DDR-Beständen. Bundesverteidigungsminister Pistorius sagte bei einem Besuch der Streitkräfte in Sachsen-Anhalt, er habe keine Bestätigung aus Polen, ob und wann das Land die Kampfjets an die Ukraine liefern wolle. Sollte es sich tatsächlich um Maschinen aus Deutschland handeln, müsste die Bundesregierung die Weitergabe an die Ukraine möglicherweise genehmigen. Uns eben hat uns diese Einmeldung erreicht. Präsident Xi wird die in der kommenden Woche Russland besuchen. Das meldete das chinesische Außenministerium soeben. Der Blick geht nach Moskau. Unser Russland-Korrespondent Christoph Wanner ist mir zugeschaltet. Christoph, ganz kurz auf diese Meldung eingehend, dass der chinesische Staatspräsident also nach Moskau reisen wird. Was sagt das über die Beziehungen aus? Ja, also wir wissen, dass seit ein paar Tagen hier in Moskau, dass Xi Jinping hierher kommen wird in die russische Hauptstadt. Den genauen Tag wissen wir noch nicht. Das ist natürlich für Wladimir Putin von äußerst großer Bedeutung, denn Russland bekommt ja Rückendeckung von China in diesem Ukraine-Krieg. Die Chinesen haben Russland für diesen Krieg noch nicht einmal wirklich scharf kritisiert. China ist ein wichtiger Wirtschaftspartner für Russland. Russland bekommt von den Chinesen auch Hightech-Waren, verkauft nach China Rohstoffe, Gas, Öl, Holz. Also das Ganze hat eine große Bedeutung. Es wird immer auch gemunkelt, dass die Chinesen doch Waffen nach Russland verkaufen könnten, wie zum Beispiel Sturmgewehre. Darüber hat jetzt das US-Magazin Politico berichtet. Also wird hier natürlich dementiert, klare Sache. Wir wissen das natürlich unterm Strich auch nicht, was da hinter den Kulissen läuft. Aber ein enorm wichtiger Besuch. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Beziehungen zwischen China und Russland taktischer Natur sind, nicht strategischer Natur. Taktischer Natur, damit meine ich, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Beide sind gegen die USA, haben große Schwierigkeiten mit den Amerikanern und das eint diese beiden Länder. Aber eine strategische Partnerschaft mit gemeinsamen Werten, mit einem gemeinsamen
Koordinatensystem, das sehe ich nicht. Christoph, dann lass uns einmal auf die Ukraine blicken. Das Nadelöhr in Bachmut, das wird immer enger. Wie groß ist denn jetzt überhaupt noch der Korridor, durch den die ukrainischen Truppen versorgt werden können, beziehungsweise im schlimmsten Fall auch abgezogen werden könnten? Also da gibt es Angaben, die besagen, dass dieses Nadelöhr, dieser Eingang in den Kessel nur noch 3 Kilometer breit ist. Ich habe mir das auf der Karte angeguckt und ich komme da auf eine Breite von circa 5 Kilometer. Aber das macht es auch nicht wesentlich besser für die Ukrainer, denn dieser Korridor oder dieses Nadelöhr ist im Prinzip in der Reichweite der russischen Artillerie. Da gibt es wohl keine einzige Versorgungsader mehr, die frei befahrbar wäre. Das berichtet auch ein wichtiger Blogger hier, Juri Padalaka. Und er sagt, dass die Verbände der Ukrainer in Bachmut in einer äußerst komplizierten Situation seien. Und die Kämpfe gehen natürlich weiter in Bachmut. Die Wagner-Söldner sind da wohl auch im Süden der Stadt und im Norden auf dem Vormarsch, machen da wohl auch nach russischen Angaben kleine Fortschritte. Aber noch denken die Ukrainer, so zumindest kriegen wir das hier in Moskau mit, nicht daran, Bachmut wirklich fallen zu lassen. Und die Wagner-Söldner, die gehen jetzt auch noch Richtung Norden rauf. Und zwar ein kleiner Ort wird da anvisiert, der heißt Rai-Alexandrowka. Das ist ein Ort mit eigentlich nur 1000 Einwohnern, aber das ist ein Verkehrsknoten und Versorgungspunkt für die Ukrainer. Und da geht es dann schon um den nächsten potenziellen Kessel, und zwar bei Seversk. Und das Ganze ist nur ca. 30 Kilometer nördlich von Bachmut. Und auch da wird die Lage für die ukrainischen Streitkräfte immer prekärer. Auf der anderen Seite muss man aber dazu sagen, dass die Russen sich sehr wohl bewusst darüber sind, dass die Ukrainer im Hinterland Streitkräfte zusammenziehen, Verbände zusammenzuziehen, die äußerst schlagkräftig sein könnten. Das heißt, mit einer Gegenoffensive muss jederzeit gerechnet werden, nahezu an jedem Ort der Front, und die erstreckt sich über rund 800 bis 900 Kilometer im Osten und Süden der Ukraine. Also von daher ist hier niemand so naiv und redet hier von bevorstehenden Siegen, sondern man weiß genau, wie brenzlig es ist und wie schwierig die Lage auch für Russland werden kann, wenn die Frühjahrsoffensive kommt, in wenigen Tagen oder vielleicht erst in wenigen Wochen. Christoph Wanner, Dankeschön nach Moskau. Wenn wir auf Berichte über Waffenlieferungen blicken, gibt es jetzt einen, der doch auch besorgniserregend ist. Und zwar Politico berichtet, dass Russland von chinesischen Firmen unter anderem Gewehre bekommt, aber vielleicht auch Drohnen und schusssichere Waffen. CNN berichtet ja auch über einen Drohnenabsturz. Was bedeutet das? Was steckt dahinter? Also die Berichte sind natürlich hochbrisant, denn die NATO hat ja auch immer wieder China vor Waffenlieferungen an Russland gewarnt. Und China hat ja auch einen Friedensplan vorgelegt und will eigentlich eine Waffenruhe. Deswegen sind diese Berichte natürlich, ja, wenn man darauf guckt, erscheint das dann doch noch mal in einem anderen Licht. Aber was hat Politico rausgefunden? Also sie haben auf Zolldaten geguckt und haben dort gesehen, dass China etwa 1000 Sturmgewehre an Russland geliefert hat. Und nicht nur direkt nach Russland, sondern auch über andere Staaten, über die Vereinigten Arabischen Emirate und über die Türkei, Schutzwesten beispielsweise oder Ersatzteile für Drohnen. Und das ist jetzt ein solches Sturmgewehr, wie wir es hier sehen. Und das Besondere ist, dass es gekennzeichnet ist als ziviles Jagdgewehr. Gleichzeitig nutzt aber auch die chinesische Polizei etwa das bei Einsätzen dieses Gewehr. Und die sind ja wirklich paramilitärisch richtig ausgerüstet tatsächlich. Deswegen ist die Vermutung auch von Politico, dass es eben sein kann, dass solche Gegenstände oder Waffen geliefert werden unter dem Deckmantel, dass es für Ziviles nur genutzt wird und nicht etwa militärisch. Und natürlich ist auch ein Thema diese Drohne, die abgeschossen wurde von einem chinesischen Hersteller. Da ist es aber tatsächlich so, dass man solch eine Drohne einfach so kaufen kann auf chinesischen Marktplätzen für gar nicht wenig Geld, nur für wenige Tausende Euros. Also das jetzt nicht direkt aus China geliefert, der Hersteller ist auch nicht erfreut. Aber der andere Bericht von Politico, der ist natürlich höchst brisant, wenn dem so stimmt. Auf jeden Fall. Alina, danke erstmal für diesen Überblick.